Guten Morgen, Leute. Wer mit einer Thai-Frau verheiratet ist oder nur zusammenlebt, kann ein Lied davon singen. Sie scheinen ständig auf Nahrungssuche zu sein. Kaum gegessen, kommen sie selten an den kleinen Ständen vorbei, die irgendwie gegrillte Hähnchenschenkel, gegrillte Bananen oder irgendwelchen Süßkram anbieten. Da muss man ein Beutelchen für 10 oder 20 Watt mit. Jo Leute, und Kai und ihre Freundin entdeckten ein neues Hobby. Auf diversen Plattformen tauschen sie ihre Erfahrungen über die Restaurants aus, schicken sich lustige Bildchen von der Menükarte. Und heute ließ ich mich mal breitschlagen und fuhr mit der Kleinen da zu so einem Restaurant. Und wenn ich die alle aufnehmen wollte, videomäßig, für einen Monat unterwegs. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar sind wir hier am Hua Kun Kai and White House. Das ist schon in Charme gelegen. Und ich hörte mal wieder auf Koi. Das Restaurant öffnet erst um 11 Uhr. Da ist so ein kleiner Seiteneingang scheinbar. Ja, Koi guckt sich das alles interessiert an und schmollt ein wenig. Gibt ja später was zu essen. Mein Plastik? Mein Poppy. Wie oft in so Restaurants oder auch in Cafés, alles ein bisschen verspielt angelegt hier. Ich bekomme schon wieder Regieanweisungen, wo ich hinzulaufen habe. Naja, Brücke ohne Geländer ist ja nicht so mein Ding. Ja, Lawang, Lawang. Kunborg Dön. Bei Eid? Bei nein. Bei Madai? Wahrscheinlich keine so gute Idee. Wird alles ins Nirgendwo. Tiefster Dschungel. Ja, geil. Danuk Mai. Also an dem Tischchen möchte ich dann doch lieber nicht sitzen. Wäre mal ein bisschen zu warm. Der Grill hat wahrscheinlich ausgedient. Koi natürlich mal wieder was entdeckt. Wenn er noch Reifen hätte. Ja, putze Karre mal. Der steht hier bei Wind und Wetter rum. Und die Innenausstattung, die sieht doch recht gut aus. Ich soll die Kiste kaufen. Früher war der scheinbar mal beleuchtet. Aber kein Anschluss mehr vorhanden. Die scheinen sogar Bungalows zu vermieten. Macht jedenfalls den Eindruck. Später mal nachfragen, wenn die aufmachen. Noch so eine lustige Brücke. Also wenn ich nicht direkt in der Nähe wohnen würde, könnte ich mich hier auch einmal einquartieren. Alles schön sauber, gepflegt hier. Ob die jetzt noch dazu gehören, die Bungalows, das weiß ich nicht. Kleiner Fischweiher. Es wird auch einiges an Obst und Gemüse gezüchtet. Papaya. Da spielt sich ein. Oh ja, so eine Doppelschaukel, Hollywood-Schaukel. Family, ja? Eine lauschige Laube und noch zwei Leibchen. Ach so, ja.
Namen können wir nennen, du nie. Na, da kann ich nicht mehr, Leute. Da sitzen die Thaisianer dran an so niedrigen Tischen. Einmal chillen bitte. Dahinter befindet sich der Toilettenbereich und doch die Küche. Und das ist dann der Eingangsbereich zum Hauptgebäude. Ausreichend Parkplätze, Leute, keine Angst. Nasse Füße holt euch auch nicht hier. Und der klimatisierte Innenbereich. Gerade einmal nachgefragt, die Bungalows kosten 600 Watt, falls jemand von euch interessiert ist. So, wir haben gerade mal 20 nach 10 und gucken uns mal die Speisekarte an hier. Und essen was. Die Dame aus der Küche ist so freundlich und macht uns außerhalb der Geschäftszeit was. Genau, Reiwa Nikoi. Zum Tam? Sie hat zum Tam bestellt. Sie mit, das heißt mit 4 Chilischoten. Dürfte scharf werden heute. Junge, Junge, Junge. Wie Lab, ne? Lab, Mu? Ja, okay. Ja, Leute, wir haben so die lauschige Laube verkrümelt und Kai blättert da weiter an der Speisekarte. Also das Speisenangebot ist ja groß, etwas teurer als in den normalen Garküchen, aber okay, die Location. Immer etwas teurer. Machen wir mal ab, was da so auf uns zukommt. Mag euch. So, hier haben wir einmal Som Tam Mu, Som Tam mit Schweinefleisch und 4 Chilischoten und einmal Lap Mu. Und dürfte auch ziemlich scharf sein, Leute. Aber naja, guten Appetit. Guten Appetit. Den Klebereis tauschen wir gegen normalen Reis aus und sind wirklich üppige Portionen, muss man sagen. Und sehr schmackhaft. Es wird gerechnet. Und wie ich bereits erwähnte, irgendwas geht immer noch mit. Auf der Hinfahrt sah ich ein kleines Café. Fiel mir bisher auch noch nicht auf und da gehen wir jetzt noch mal einen Kaffee trinken. So schnell lässt man uns hier nicht weg. Leute, also gekostet hat das Ganze, habe ich schon wieder vergessen, 190 Watt. Und die Damen sind so nett und zeigen uns mal so ein Zimmerchen hier. So Leute, zeige ich euch noch mal kurz das Zimmerchen hier. Die sind alle ähnlich eingerichtet. Spartanisch möbliert, aber sehr hell, muss ich sagen, sehr angenehm. Die kleine Dusche. Das Zimmerchen ist etwas anders möbliert. Oder sagen wir mal besser, die Möbel sind ein bisschen anders platziert. Kostet aber dasselbe. So, und hier habt ihr das Ganze mit 2 Einzelbetten. Die Dusche ist allerdings auch gleich. In dem Bungalow wohnt ein Ausländer bereits seit einem Jahr und sehen wir uns auch noch mal hier das Zimmerchen an. Also das ist dann der Holzbungalow hier, auch ähnlich möbliert, Leute, aber eine ganze Ecke größer. Wer länger hier leben möchte, kann sogar oder könnte sogar noch eigene Möbelchen aufstellen. Auch etwas anders hier, auch größer. Und er hält die Anlage in Ordnung. Auf YouTube, haben wir doch Spaß. Na, für die Doggies reicht die Batterie gerade noch. Scheint sein verschlafener Kumpel zu sein. Der hört auch so, nämlich gar nicht. 2 Americano, schwarz wie die Nacht, pro Tasse 75 Watt. Ja, Leute, Satz mit X war wohl nix. Das Kaffee hätte ich euch gerne gezeigt, ich habe vergessen Batterien zu laden. Ist also mal was fürs nächste oder übernächste Video. Schauen wir mal. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal.
bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.